Die hat gesessen. Ja, ich möchte es bitte wieder versuchen. Wo komme ich raus? Na toll hier. Oh, Balrog. Balrog, was machst du nur? Nein, vorbei. Nochmal. Das schaffen wir. Ja, fast. Okay. Zack. Ha. Geht doch. Okay, wir sind wieder in der Felsenkammer. Hi. Oh, es ist ein großer, schwerer Felsen. Dahinter fühlst du Wind, der bläst. Sieht aus, als bräuchte es mindestens zwei Leute, um den zu bewegen. Aha. Ich kann den Text nicht schneller wegdrücken. Achso, naja. Ja, großes Monster. Und Fels aus dem Weg. Und hier, halt du mal da. Und so. Drücken. Pop. Nix geht. Lalala. Nicht stark genug. Huzzah! Da, Balrog. Wir lieben dich. Wir lieben dich alle. Macht einen Balrog-Fanclub auf. Balrog, ja, drück mal in der Mitte. Okay. Hört ihr mir überhaupt zu? Ja, manchmal. Bom, 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 bom. Oh, oh, oh. So, diesmal machen wir das Ganze besser. Du bleibst ja doch stehen, Balrog. Ich weiß es doch. Du willst mir ja nicht wehtun. Komm, du bist ein ganz lieber Balrog. Seht ihr? Ganz lieber Balrog. Autsch. So, tschüss, Balrog. Balrog! Mal wieder. Besiegt. Zum fünften oder so. Du hast gewonnen. Ich bewege den Felsen für euch. Aber denkt dran. Erzählt niemandem, dass ich euch geholfen habe. Dein Geheimnis ist bei uns sicher. Und jetzt drücken! Boah. Wow. Also, denkt dran. Keiner Seele erzählen, dass ich euch geholfen habe. Machen wir nicht. Hasa, bye bye. Eine Kiste! Ich glaube nicht, dass er wirklich so ein böser Typ ist. Kiste, 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 Kiste. Lecker, lecker, lecker. Deine Raketen sind stärker geworden. Hehehe, das hört sich gut an. Das gefällt mir. Ja, ich möchte dann jetzt bitte endlich speichern. Okay, gehen wir? Gehen wir! Es gibt ein ganzes Nest von Monstern, das auf uns wartet. Okay. Eier. Toll, Alien-Eier. Genau, was wir uns gewünscht haben. Guck mal, guck mal, guck mal, wir sind nicht mehr alleine. Oh, das ist toll. So, das ist auf Max. Und unsere tollen neuen Raketen sind noch auf niedrigem Level. Aber egal. Oh, hallo? Ich glaube, Madame ist auch nicht ganz wehrlos oder so. Hoi. Ja, ich baller mal ein paar Raketen. Wir benutzen sie doch sonst fast nie. Die tollen, stärkeren Raketen auf Level 2. Au! Die tollen, stärkeren Raketen wieder auf Level 1. Naja. Die kriegen wir schon noch auf Level 2. Bum, 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 bum. Schon übel irgendwo. Ist aber cool, dass wir hier durch die Wände und so durchschießen können. Das gefällt mir schon. Geh mit du mal tot, bitte. Spring doch aus den Stacheln raus, du scheiß Upgrade. So. Zack. Das Labyrinth wird verwirrend, finde ich, irgendwie. Ah, ja, toll. Wie war das noch? Die Reflexe einer Raubkatze. Ja. Hey, schau mal, ich glaube, da kommt was auf mich zu. Bom. Oh, jetzt hat es mich getroffen. Überraschend irgendwie. Könnt ihr auch durch die Wand schießen? Nein, könnt ihr nicht. Das gefällt mir. So verballere ich mir aber auch selbst die Erfahrung. Das ist ja auch blöd. Ups. Ich glaube, das war nicht so klug auf den ersten Blick wie auf den zweiten oder was auch. Nee, umgekehrt. Ja. Könnt ihr bitte mal weg? Können es noch ein paar mehr Stacheln vielleicht werden? Ich habe irgendwie Angst, es gibt zu wenige Stacheln auf der Welt. Du bist ein Riesending. Komm her, komm raus! Ha! Sehr gut. So. Ich sehe euch alle. Keine Angst. Komm her. Zack, zack. Aua, warum kann ich dem seine Schüsse nicht irgendwie selbst wegschießen? Ist ja blöd. Die Eier da oben machen mir auch Angst. Gefallen mir überhaupt nicht.
Alien-Eier waren noch nie was Gutes. In keinem Spiel, denke ich mal, oder? Da kommen dann immer Sachen raus, die einem in den Kopf bumsen wollen. Und dann ist man schwanger mit Alien-Kindern und so. Es ist immer ganz schlecht. Ganz, ganz miese Sache. Unser toller neuer Raketenwerfer ist auf Level 3 Max. Das ist gut. Unser Blubbler ist es noch nicht. Da unten ist... Ah, Luftstrom. Okay. Piu! Okay, es ist Luftstrom. Wir können dort nicht runter. Aber hier können wir runter. Ja. Da könnten wir jetzt auch wieder hoch. Toll. Echt nützlich. Hey, hast du ein Wasserschild? Hey, cool, die hat ein Wasserschild. Die kann unter Wasser atmen. Das ist ja geil. Ich glaube, ich hätte auch gern so eins. Oh, nee, Max. Das Schwert ist meine Dorf, Max. Gebt mir Erfahrung. Mehr Erfahrung. Noch mehr. Komm, fast Level 3. Und da drüben liegen wir überall rum. Ha, da ist es wieder Level 3. So, jetzt ist alles wieder Level 3. Das ist schön. Dann machen wir mal den Müll hier weg. Es regnet Items und Erfahrung und alles. Es ist absolut ablenkend und verwirrend. Aber Hauptsache schön durch die Wand. Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen die Snake-Waffe. Ich finde die okay, ganz ehrlich. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, das ist absolut von Vorteil, dass man durch Wände schießen kann. Ganz ehrlich, es wäre auch absolut von Vorteil, wenn ich noch etwas mehr Leben kriege, stelle ich gerade fest. Ich habe nur noch 12. Das ist schlecht. Oder ein Speicherpunkt oder so eine ganze Aufladestation oder irgend sowas. Da oben sind Stacheln, ich sehe sie. Ich werde wahrscheinlich oben bleiben wollen, oder? Ja, so ist es. Okay, hier kommen wir so gut lang. Wo ist... Zu? Nee, nicht zu. Wer bist du? Curly. Curly war's. Was, wer bist du denn? Nein, geh weg. Leben! 5 Herzen. Oben lang. Gut. Ein Computer. Hallo, Computer. Du siehst einen Knopf. Hast ihn gedrückt. Er fragt noch nicht mal. Tschüss! War jetzt keine Absicht, aber man darf ja trotzdem mal lachen. Hallo, mal lachen. Ein Teleporter. Hey, der geht sogar. Tschüss. Wo bin ich? Der Labyrinth-Shop. Ach, da oben bin ich wieder. Toll, hi. Du standst doch hier rum. Der Teleporter scheint jetzt wieder zu funktionieren. Na, natürlich führt er nur irgendwo anders ins Labyrinth hin, oder? Jupp, hast du recht. Ich käme da nicht mehr hoch, ne? Wenn ich da jetzt runterspringe. Das wäre leicht blöd, würde ich sagen. Deswegen lasse ich das einfach mal. Ach, hey Curly. Jupp. So, hier kämen wir wieder. Was zum Teufel bist du? Das erinnert mich an den Wolkenboss aus Kirby. Sieht doch so aus, ne? Okay, nur dass es hier ganz viele davon gibt. Und dass sie auch mal Herzen fallen lassen. Herzen sind cool. Besonders bei mir jetzt gerade. Raketen sind auch, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder alle voll habe oder nicht. Noch mehr Herzen. Chop. Komm. Ich komme nicht ran. Blöd. Komm, jetzt. So. Anständig viel Leben. 28 haben wir wieder, ja. Nicht so schlimm. 28. Ein dunkler Ort. Dark Place. Sind wir immer noch im Labyrinth? Hier können wir nicht durch. Wir werden wohl weitergehen müssen. Okay, gehen wir weiter. Aber erst speichern wir am besten. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. So. War es hier? Irgendwo hier? Irgendwo. Ich schau mal was nach. Okay, ich habe es anscheinend noch nicht verkackt. Wir können wohl noch weitergehen. Kern. Seltsamer Ort, oder? Ich frage mich, ob das hier mal irgendeine Art Basis war. Ich glaube, die Chancen stehen gut. Was machen wir jetzt hier? Ah, da können wir nach oben. Schotter, Dingens öffnen. Ja, öffne das Dingens bitte. Ha! Die Schotten? Könnte die Schotten heißen. Passt auch. Abnormalität in Schott Nummer 4 festgestellt. 1, 2, 3...
4. Ja. Dieses Shot ist nur so halb aufgegangen. Sieht aus, als würde es an irgendwas festhängen. Aha. Bum, bum, bum. Du hörst, wie etwas nachgibt. Jetzt ist es aufgegangen. Okay. Was ist das? Na, nur Schotten, ach Schotten, ach Schotten. Diese ganze Sicherheitsvorkehrung hier. Lass mich fragen, was hier unten wohl ist. Meinst du nicht? Bing, bing, bing. Tja. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich müsste wohl da runter, oder? Hallo, Computer? Hilfst du mir? Ach, Aufzug senken. Ja, Aufzug bitte senken.